Es war eine zurückhaltende Rede des amerikanischen Präsidenten gestern in Warschau. Bekräftigt, beschworen hat Biden den Zusammenhalt des Westens gegen Russland. Der Angriff Russlands auf das Nachbarland habe die westlichen Staaten nur noch entschlossener gemacht, die Demokratie weltweit zu verteidigen, sagte Biden. Ganz anders die Rede des russischen Präsidenten am Morgen des gleichen Tages. Er gab dem Westen die Schuld am Krieg in der Ukraine. Ein Auftritt mit Fahnenmeer und vor Schlosskulisse. Bei seiner Rede in Warschau beschwört Joe Biden den Zusammenhalt des Westens gegen Russland. Moskaus Angriff auf die Ukraine habe die westlichen Staaten nur noch entschlossener gemacht, die Demokratie weltweit zu verteidigen. Wir werden die Verantwortlichen dieses Krieges zur Rechenschaft ziehen und Gerechtigkeit suchen für die Kriegsverbrechen, die von den Russen begangen werden. Eine Rede, die in der westlichen Welt sowie auf dem Schlossvorplatz in Warschau gut ankommt. Zehntausende jubeln Biden hier zu, unter ihnen auch viele ukrainische Flüchtlinge. Ich und alle Ukrainer denken, dass es das Wichtigste für uns ist, dass Polen mit uns ist, dass jeder mit uns ist und wir wissen, dass wir nie allein gelassen werden. Ohne die Unterstützung anderer Länder können wir nicht weitermachen und deshalb ist es für mich sehr wichtig, dass die anderen Länder, die USA und Polen, uns trotz Kriegsmüdigkeit weiterhin in unserem Kampf unterstützen. Der Westen steht fest an der Seite der Ukraine. Parallel zu Bidens Rede in Warschau empfängt Präsident Zelensky in Kiew die italienische Ministerpräsidentin Meloni. Hinter den Kulissen geht es jedoch auch hier um Bidens Botschaft an Wladimir Putin. Es wurde klar gemacht dem russischen Führer, wie stark er sich vertan hat in seinem Kalkül, was mit der Ukraine passieren würde, was mit der Welt passieren würde und wie geeint die westliche Zivilisation zusammenstehen würde, um die Ukraine auch zu beschützen, um sie zu unterstützen in diesem Krieg. Stunden zuvor hatte Putin sich an sein Volk gewandt. Der Krieg in der Ukraine sei von Kiew und dem Westen vom Zaun gebrochen worden. Jetzt gehe es zudem um die Existenz Russlands. Weshalb er das letzte verbliebene Atomwaffenabrüstungsabkommen New START mit den USA aussetzen wolle. Sie wollen uns eine strategische Niederlage zufügen und versuchen, an unsere Atomanlagen heranzukommen. In diesem Zusammenhang bin ich gezwungen, heute bekannt zu geben, dass Russland seine Teilnahme am Vertrag über strategische Offensivwaffen aussetzt. Es bleibt aber wohl doch nur nukleares Säbelgerassel. Am Abend macht Moskau dann einen Rückzieher. Aus dem Außenministerium heißt es, man wolle sich auch weiterhin bis zum offiziellen Vertragsende 2026 an die Begrenzung seines Atomwaffenarsenals halten. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.